treffen uns in den Archiven wieder. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexe, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Ich bezweifle, dass das ein gutes Ende nehmen würde. Wer Macht sucht, wird oft davon zerstört. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Meine Archive liegen unter der Erde. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Oralm konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel.
Ich muss zurückkehren. Ist Caldeum noch die Stadt, an die ihr euch erinnert? Das letzte Mal, dass ich hier durchgekommen bin, war kurz nachdem ich Mira getroffen habe. Hey, ihr! Sicher gibt es mehr Käufer in der Stadt. Aber mir gefällt es hier oben. Bessere Aussicht und keine lästigen Wachen. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Ich kann es spüren.
Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Der Eingang zu meinem Archiv. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Was, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen? Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut. Hinter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Engel sind nicht besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten? Nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Hier rein. Er ist der einzige von ihnen, dem wir etwas bedeuten. Ja, was auch immer er noch sein mag, er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Diese Kreatur muss sterben. Ich habe nicht genug Hass. Ich hätte allen Menschen dazu verhelfen können, Nephalem zu werden,
und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die Ware... Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken, unter ewiger Bewachung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kults Bösartigkeit nicht vergisst und dass sein Blut unangetastet unter den wehenden Sanden vergraben bleibt. Zorn. Ich
vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Tut euch mit. Ich habe Kultskörper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen.